Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Fortnite im Spielmodus Rette die Welt. Mein Name ist Kubana. Wir spielen mit anderen zusammen den Twin Peaks im Schnellspiel. Und ich spiele einen Konstrukteur. Einer der Gründe für den Konstrukteur ist, ich habe eine Daily, die heißt Vernichte Hüllen mit Konstrukteur. Naja, ihr kennt das. Und wir spielen in Kategorie 4. Respekt. Fängt ja gut an heute. Das ist, ich hoffe, wir bleiben nicht zu zweit, weil das ist heftig zu zweit. Also da muss man echt schon rennen und ganz schön bauen. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich nicht so viele Materialien, weil ich ein paar Bekannten die ein oder andere Sturmschildverteidigung mitgemacht habe und natürlich da auch ein bisschen was gebaut habe, damit das ein bisschen vorangeht. Jo, es ist... Und ich habe keine Angst. Ja. Ich könnte von allem was gebrauchen, sozusagen. Wo kommen die denn jetzt her? Ups. So. Was ich ja gar nicht leiden kann, ist, wenn mir irgendwas im Weg steht, ne? Ich weiß auch nicht, wie ihr das so seht, aber wenn mir was im Weg steht, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich wollte da lang. So. Zweimal One-Hit. Ah, wir brauchen tatsächlich vor allem eins Metall. Wenn wir zu zweit bleiben, ist es echt sinnfrei, die Mission zu machen. Würde ich fast sagen. Nein, man kann sie schaffen. Okay, ich nehme es zurück. Man kann sie schaffen. Das ist nicht sinnfrei. Das ist völlig übertrieben. Ich habe da jetzt irgendwas erzählt, was nicht stimmt. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Hüllen dürfen die Drohne nicht zerstören. Das nehme ich doch mal mit hier. Außerdem brauchen wir natürlich jede Menge Blue Glow. Fällt mir doch gerade ein, wo ich das Blue Glow hier sehe. Und jo, da kann natürlich auch mal so ein Zermalmer im Weg stehen. Upsa. So, den hätten wir. Da war da aber noch was. Ach ja. So, haben wir auch. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Jo, machen wir, wenn wir soweit sind, aber vorher. Du musst in die Höhe bauen, um den Atlas zu platzieren. Gottes Willen, Ray. Schrei da nicht hier so. Mann, ey. Die Stormchest lasse ich mal außer Acht. Also wir werden es mit Stein allein wahrscheinlich nicht schaffen. Das war die Drohne, oder? Ja. Wir brauchen vor allem Blue Glow. Da hinten ist welches.
hätten wir das dritte. Wir brauchen aber vier. Was ist denn das da hinter mir? Ich muss mal hier. Da wäre noch eins. Wir hätten vier. Jetzt bräuchten wir bloß noch Materialien. Daran scheitert es gerade. Es ist natürlich ein unheimlich blödes Gebiet für Metall. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Gut, man könnte natürlich einfach Höhlen töten. Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Das ist natürlich eine einfache Methode. Ist natürlich einfach. Ich weiß gar nicht, wer da noch so rumhängt. Der hier. Das gehört zum Job. Ja. So, ich bewege mich mal so langsam Richtung der Atlasse und würde dabei tatsächlich nebenbei noch ein bisschen Stein einsammeln, weil, wie schon gesagt, mit Dingens wird das nix. Oh, das war weit neben dem, wo ich eigentlich hinschießen wollte. Das Lager dort werden wir machen müssen, bevor wir verteidigen. Das ist alles andere, hat keinen Sinn. Oh, oh. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Habe ich das schon mal erwähnt? Dass ich das wirklich hasse? Irgendwo ist noch einer. Ach, da oben. Denn dieses Lager wird uns hinterher wirklich stören. Ich hasse es, wenn das passiert.
Wolltest du ja eigentlich nichts weiter machen, als die Atlasse hier einbauen? Und was passiert? Die machen sie kaputt, bevor du fertig bist, ne? Furchtbares Volk. Na komm, reparier dich schon. So, wo ist denn der nächste? Da ist einer in der Luft. Den können wir, glaube ich, sogar so lassen, ne? Da kommt eh keiner ran. Oh ne, so in der Luft ist der gar nicht. Tut mir leid, ich kann nicht. Unmöglich. Ich weiß nicht, was der da gebaut hat, aber ich verstärk's mal. So, jetzt müssen wir da noch runtergehen. Den müssen wir auch noch verstärken. Oh, tut mir leid, ich kann nicht. Unmöglich. Und dann sollten wir mal fragen, ob wir starten. Ist das ein Jahr, was er da macht? Ich starte jetzt einfach mal. Das ist genug, Fluglauf. Du schaffst es, Kommandant. Ja, komm. Es ist der Nachteil dieser Flinte. Ich mag die Donnerbüchse eigentlich sonst. Aber diese extrem lange Nachladezeit, und du kriegst es nicht anders in den Griff, weil sonst machst du sie zu schlecht, wenn du ihr nur nachladen gibst. Ist der da drinne? Wenn ja, wie kommt der da rein? Mal auf die andere Seite. Geht.
Geht, 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 geht. Also, ich bin echt zufrieden. Hätte nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen hier bisher. Okay, jetzt wird's schwieriger. Jetzt wird's deutlich schwieriger. Also, wir haben jetzt hier das Ding verloren. Aber B. Wir haben zwei Flächen, an denen wir kämpfen müssen. Und die zweite hat den Nachteil, dass da meine Boombas-Basis nicht da ist. Ich hoffe, dass der Kollege ist, der da hinten im Griff hat. Ja, es war so klar. Okay, jetzt geht natürlich die Waffe kaputt, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, oh, jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Boah, 5 Sekunden sind verdammt lang, gell? Dann treffe ich heute auch noch so schlecht, ey. Das ist ja furchtbar. Aber es läuft. Also ich bin wirklich überrascht, wie gut es läuft eigentlich, muss ich sagen. Ich hatte es mir wirklich nicht ganz so einfach vorgestellt. Der stirbt mich ein bisschen. Und der auch. Ich muss erst den wegmachen. Auch wenn der mich extrem stört. So, dann habe ich nämlich Zeit, den hier zu töten. Der andere verfolgt mich noch, oder? So, und jetzt wieder zurück zur anderen Basis, denn dort geht gerade wieder die Post ab. Das geht gar nicht. Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Läuft gerade gar nichts gut.
nächste Mal machen. Das müssen wir jetzt mal schaffen. 30 Sekunden. 16. Ja. Ja. Erfolgreich. Sehr gut. Wirklich gutes Spiel. Also, das hat mal richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr schönes Game. Ja. Wirklich gut gelaufen. Kann man nicht meckern. Beide ungefähr auf gleichem Level. Und das ist, so muss es sein. Also, man sieht, das läuft zu viert, zu zweit, Kategorie 4. Das war die 4 in dem ganzen Satz. Und Level 88. Das ist also machbar. Aber das hatten wir ja schon, glaube ich, mehr als einmal, wenn ich mich recht entsinne. Wir machen mal hier, jo, das gibt auch eine ordentliche Truhe. Das ist sehr schön. Und dann gucken wir natürlich auch mit anderen zusammen. Keine Ahnung, was ich bekommen werde. Also man könnte natürlich, aber mache ich ja nie. Gold ist immer gut. Sturmsplitter sind auch immer nett. Und Skizzen-EP kann man immer gebrauchen. Killerstürme abgeschlossen. Gibt nochmal Gold. Sehr schön. Dann haben wir den Auftrag abgeschlossen. Gefahren im Nebel gibt nochmal 100 Vorteil fix. Auch schön. Und die Missionsalarmsbelohnung, darauf kam es mir jetzt an. Ei, schon. Sturmschlitter, sehr gut. Und Tickets, auch darüber freuen wir uns. Ja, das war sie. Kategorie 4 Sturm, Level 88 in Twin Peaks zu zweit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.